Oh, der Kale spielt gerade so ein bisschen schön mit seinem Lichtschwert rum. Damit meine ich nicht das andere Lichtschwert, sondern das Metalllichtschwert. Ja. Leute, damit willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Wir sind noch immer auf Kobo und wollen gucken, wie wir zu Dagons Zuflucht kommen. Das ist meine Frage so ein bisschen. Okay. Ah. Okay. Okay. Ja, aha, aha, ja. Fuck off, ey. Puh. Eins nach dem anderen. Double kill. So, Günther, jetzt komm mal her. Okay. So. Jetzt hier rauf. Erstmal Echo. Warum funktioniert dieser Schrott nicht? Vielleicht sollte ich das blöde Ding einfach zerlegen. Okay. Nur deswegen geht's hier rauf. Das kann nicht sein, oder? Komme ich immer noch nicht durch? Und was mit dem Teil hier? Kugelkoppler. Naja, gut, gehen wir erstmal weiter und dann irgendwie kommen wir nochmal hier zurück und gucken, wie es weitergeht. Das muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Lass uns hier eine Pause machen. Erstmal speichern. Ganz ruhig, eins nach dem anderen ausruhen. Da sind die Viecher da drüben, zwar wieder da, aber ey, kann ich mit leben. Sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Ein Koppler. Dann ist auch die Energiequelle nicht weit. Ja. Willkommen, Jedi. Ist das Centauri Kree? Hä?
Bin ich jetzt dumm? Okay, mega strange. Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Aha. Oh, hört mal den Hintergrund an. Habt ihr das gehört? So der ganz, ganz leicht zu so der Theme von der Macht bzw. Star Wars. Ey, ganz jetzt übertrieben jetzt, ne? Aber trotzdem. Prinzipiell gesehen haben wir's. So. Und wie? Was mache ich jetzt mit dem Teil? Ist das da hin oder wie? Mega seltsam. Verstehe, Meister. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin? Na gut, aber komm danach wieder. Danke. Natürlich. Okay, was ist das? So. Was jetzt? Ja, ansonsten kann ich doch hier nichts machen mit dem Ding, oder? Doch dort. Aber wie? Ist hier was ich übersehe? Mit dem Würfel interagieren. Ansonsten mit nix. Der Würfel ist der Schlüssel irgendwie. Aber wie? Ich stehe gerade so dermaßen am Schlauch, Leute. Muss der Würfel irgendwie da oben hin oder so? Muss safe irgendwie hier oben hin dann. Aber wie? Hä? Ich meine, ich hab das. Hier oben gibt's ja nur dann noch. Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Ja, gut, okay. Tanelor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Okay, gut. Ja, war es doch nicht so schwer, aber wie kann ich denn dann das da. Seltsam.
So. Kann ich jetzt damit da rein? Aufhören, kommen wir rüber? Okay, das ist cool. Das ist sehr cool gemacht. Okay, hat ein bisschen länger gedauert, aber ansonsten. War's das? Ich hoffe doch. Okay. Los geht's. Wo geht's jetzt hin? Damit will ich rein theoretisch gesehen wieder zurückkommen, okay. Gut. Da geht's lang. Ah, nicht schon wieder. Ja, klar. Als ob einer nicht reicht, ne? Als ob einer nicht reicht. Steine hier. Ah. Jetzt bitte. Klar, klatsch einfach mal zwei von den Viechern da rein, ne? Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Nochmal.
Mann. Ach Mann. Einmal noch lauter, dann beenden wir die Folge, wenn ich es nicht schaffe. Puh. Kopfschmerzen, Leute. Glaubt ihr nicht. Es ist wirklich anstrengend. Nutzen wir den Aufwand. Ja gut, okay, das brauche ich nicht. Lass uns das See zeigen. Okay. Ja. Es reicht. Hä? Okay, das ist halt echt schon scheiße. Ja, hier, guck doch mal, easy. Ja, ich hab festgehauen. Leute, ich würde sagen, an der Stelle, wir beenden diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, ciao, Leute.